Liebe Zuhörende, liebe BachfreundInnen, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Bach-Kollegiums Zürich, der christkatholischen Kirchgemeinde Zürich und der evangelisch-lutherischen Kirche Zürich. Mit der heutigen Aufführung der Kantate »Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort« von Johann Sebastian Bach zum morgigen Passionssonntag Judica sind wir entgegen unserer Devise für einmal nicht kongruent mit der Perikopenordnung, sprich mit dem Kirchenjahreskalender. Weil in Bachs Leipziger Jahren während der Fastenzeit, dem sogenannten Tempus Clausum, keine Figuralmusik aufgeführt werden durfte, gibt es aus des Meisters Feder keine Kantate auf diese Sonntage. Es war dafür kein Bedarf. Die Erstaufführung des Werks hat am 4. Februar 1725 zum Vorpassionssonntag Sexagesimae in der Thomaskirche Leipzig stattgefunden. Eine Kantate somit aus dem Choralkantatenjahrgang von 1724-25 über Martin Luthers gleichnamiges Lied aus dem Jahr 1541 oder 42. Wir haben die Melodie soeben im Diskant des Eingangschors gehört. Üblicherweise übernimmt ja der Librettist, dessen Namen uns hier nicht überliefert ist, bei Choralkantaten jeweils die Eingangs- und die Schlussstrophe des bearbeiteten Liedes für die Rahmensätze der Kantate, wo sie zu demselben Cantus Firmus gesungen werden, was in unserem Fall aber nicht stimmt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass das ursprünglich dreistrophige Lied »Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort« kurz nach dessen Erscheinen zwei Erweiterungen erfahren hat, so auch die für den Schlusschoral mit dem ebenfalls von Luther stammenden Lied »Verleih uns Frieden gnädiglich«, eine Übersetzung des mittelalterlichen Antiphons »Da Pacem Domine« in »Diebus Nostris«, dessen Melodieanfang uns an den Adventshymnus »Veni Redemptor Gentium«, »Nun komm der Heiden Heiland« erinnert. Denselben Choral verwendet Bach übrigens rund zwei Monate später nochmals für die Choralkantate »Am Abend aber desselbigen Sabbats«, Bachwerkeverzeichnis 42. Dort allerdings verzichtet er auf den Einsatz einer Trompete, auch ist der Choral um eine kleine Terz tiefer gesetzt als im vorliegenden Werk. Hören wir uns diesen schönen Schlusschoral jetzt schon einmal an. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer,
mit der Kantate »Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort« von Johann Sebastian Bach, die für den Sonntag Sexagesime des Jahres 1725 geschrieben wurde, werden wir mitten in die dramatische Entstehungsgeschichte des Protestantismus hineingeführt. Am 31. Oktober 1517 hatte Martin Luther mit dem Anschlag seiner 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg ein Zeichen gesetzt. Schnell verbreitete sich Luthers Lehre und auch seine Schriften im gesamten Reich. Im Jahr 1529 jedoch drohte der neuen Lehre eine doppelte Gefahr. Kaiser Karl V. hatte Frankreich besiegt und konnte sich nun dem Kampf gegen die Evangelischen widmen. Darüber hinaus starteten die Türken eine Großoffensive gegen das christliche Abendland. Im Jahr 1529 standen sie vor Wien. In dieser Situation rief Martin Luther zum bewaffneten Widerstand auf und übersetzte die altkirchliche Litanei Da Pacem Domine ins Deutsche. So entstand das Lied »Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten«, das seit der Reformation von der evangelischen Christenheit gesungen wird. Dieser Choral bildet den Abschluss unserer Kantate, wobei die zweite Strophe, welche die Bitte um Frieden für das Volk mit der Bitte um eine gute Regierung verbindet, erst im Jahr 1566 von Johann Walters hinzugedichtet wurde. Dieses Lied hat im Laufe der Jahrhunderte eine grundlegende Wandlung durchgemacht. Längst ist es kein Kampflied mehr, sondern eines der wichtigsten Lieder der Friedensbewegung, welches daran erinnert, dass wir Menschen es nicht allein in der Hand haben, Frieden auf Erden zu stiften. So heißt es in dem Lied: Es ist doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Um den übrigen Teil der Kantate verstehen zu können, müssen wir nochmals in die Zeit der Reformation eintauchen. Die Türkengefahr war keineswegs gebannt. Als im Jahr 1542 das Gerücht von neuen türkischen Angriffsplänen die Runde machte, verfasste Martin Luther das Lied, das zum berühmtesten und auch berüchtigsten Lied der Reformationszeit wurde. Es trug den Titel »Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort« und die erste Strophe lautet folgendermaßen. Damit startet die Kantate auch. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort und Steuer des Papstes und der Türken Mord, die Jesum Christum, deinen Sohn, stürzen wollen von deinem Thron. Diese scheinbar blutrünstig klingenden Zeilen, mit denen die Kantate startet, sind Ausdruck für die große Verzweiflung, die Martin Luther zu jener Zeit durchlitt. Luther stellte sich die Frage: Wer ist der wahre Gott? Wer ist der Herr der Welt? Christus oder Mohammed? Darum auch die Bitte der Tenorarie Nummer 2: Sende dein Macht von oben, Herr der Herren, starker Gott, deine Kirche zu erfreuen. Rezitativ und Choral Nummer 3 führen diese Bitte weiter mit den Worten: Gib deinem Volk einerlei Sinn auf Erden. Luther sah die Christenheit seiner Zeit in Unglauben und Gleichgültigkeit versunken. Das Einzige, was in seinen Augen helfen konnte, war das innige Gebet. Und so erscheint das Lied »Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort« im Jahr 1541 mit dem Zusatz »Ein Kinderlied« zu singen, wieder die zween Erzfeinde Christi und seiner heiligen Kirchen, den Papst und Türken. Schon bald nach Luthers Zeiten wurde das Lied »Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort« mit jenem anderen »Verleih uns Frieden gnädiglich« zu einem siebenstrophigen Lied verbunden,
wobei Luthers Strophen mit zwei weiteren von Justus Jonas ergänzt wurden. Dieses Lied bildet dann die Vorlage für Johann Sebastian Bachs Kantate, die fast 200 Jahre nach Luthers Lieddichtung entstand. Wenn wir nun im Jahr 2021 die Kantate von Bach mit der Vertonung der beiden Türkenlieder Martin Luthers hören, dann ist unsere Situation eine völlig andere. Und doch ist sie in manchem gleich. Wir sind nicht bedroht durch bewaffnete Mächte, die den evangelischen Glauben zerstören wollen. Und trotzdem erleben wir unser Leben zurzeit als sehr bedroht, eingeengt, nicht planbar und unsicher. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Das gilt auch heute. Denn woraus soll Lebenszuversicht und Hoffnung erwachsen, wenn nicht aus dem befreienden Wort Gottes, das uns sagt: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Thank you.
Stürze zu Boden, stürze zu Boden.
Stürze zu Boden, schwülstige Stolze, stürze zu Boden, stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwülstige Stolze, stürze zu Boden, schwülstige Stolze, mache zunichte, mache zunichte, mache zunichte, was sie erdacht, was sie erdacht. Stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwülstige Stolze, stürze zu Boden, stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwülstige Stolze, stürze zu Boden, schwülstige Stolze, mache zunichte, was sie erdacht, was sie erdacht, mache zunichte, was sie erdacht. Lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen, lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen, lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen, plötzlich verschlingen, verschlingen. Fähret im Toben, fähret im Toben, feindlicher Macht, lass ihr verlangen, nimmer gelingen, nimmer, 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 ihr verlangen, nimmer gelingen. Stürze zu Boden, stürze zu Boden. Stürze zu Boden, schwülstige Stolze, stürze zu Boden, stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwülstige Stolze, stürze zu Boden, schwülstige Stolze, mache zunichte, mache zunichte, mache zunichte, was sie erdacht, was sie erdacht. Stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwülstige Stolze, stürze zu Boden, stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwülstige Stolze, stürze zu Boden, schwülstige Stolze, mache zunichte, was sie erdacht, was sie erdacht, mache zunichte, was sie erdacht. Höchsten Glanze dar.
du dich als Helfer zu uns kehren, so wird uns dann im Frieden des Segens Überfluss beschieden.